Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Wir waren zuletzt in Alessas Zimmer. Ja, ich könnte mich jetzt dem Tarot-Rätsel widmen, gehe aber irgendwie davon aus, dass ich. Nee, hier bin ich ja ganz falsch. Und da habe ich noch Türen gesehen, die ich noch nicht hatte. Ich gehe davon aus, dass ich eigentlich noch nicht alle Tarotkarten habe. Einfach mal so aus dem Rätsel rausgesehen. Wir haben eine, zwei. Das ist nicht viel. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen suchen. Also brauche ich das, glaube ich, noch nicht machen. Und wie war denn das jetzt hier? Ich habe hier noch gar nicht alles durchprobiert. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Dann gehen wir wieder raus und widmen uns draußen dem Monstern und so. Monstern. Monstern. Monster. Ja, geradeaus und rechts, alles klar. Schön. War ich jetzt hier schon? Nee. Gabu. Und da kannst du auch nichts machen. Weil ist ja die rechte Tür hier angeblich. Ist da was? Ach da, die. Oh, da war ich noch nicht. Hallo. Monster. 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 Oh, hier geht's ja irgendwie ans Ende des Flures. Wo kommen wir denn da wohl hin? Ach, das Geistermädchen wieder. Ist das, hier die Fußspuren, die gehen. Wo gehen sie denn diesmal hin? Okay. Da kann man rein, oder? Hä? Gruselig. Gruselig. Was ist jetzt hier? Hä? Ach, noch eine Tür. Hä? Wie komisch. Hallo? Oh, das sieht aus wie Alessas altes Zimmer. Oha. Oh, hier, guck mal. Moni. Moni. Patron. Patron. Sieht aus wie eine Art Medikament. Aber da ist nur ein Name auf dem Etikett. Keine Beschreibung oder so. Zu riskant. Egal. Okay. Krass. Da steckt was in dem Buch. Ha! Oh, Aglaophotes. Ich habe die Tarotkarte der Narr. Mit diesem Aglaophotes hat Dr. Kaufmann damals verhindert, dass der Gott geboren wurde. Also es ist quasi ein Gegenmittel, dieses Buch. Ich habe das Gefühl, dass ich es lesen muss, aber gleichzeitig will ich nicht. Aglaophotes. Oh, jetzt muss ich das nochmal lesen, weil das Video schon von alleine wieder so übersprungen hat. Rote Flüssigkeit oder Kristalle, die Blut ähneln. In der Kabbala heißt es, dass der Name von einem Kraut stammt, mit dem böse Geister vertrieben werden können. Es heißt, es wächst in arabischen Wüsten. Man kann es zum Schutz gegen Dämonen verdunsten lassen oder als Umschlag anwenden. Es ist kraftvoll, aber da es selten ist, ist es sehr schwer zu beschaffen. Ja, wir brauchen das aber hier. So, klar, Fotos und so. Hier ist das Bild von Alessa. Ein Bild von mir, als ich 7 war. Ich sehe gelangweilt und traurig aus. Ist ja auch kein Wunder, damals war ich immer so. Und wie bist du heute? Trotzdem unheimlich hier. Ampulle. Ampulle. Vor 24 Jahren hat Modalia mich benutzt, um Gott herbeizurufen. Gott war in meinem Schoß, aber ich konnte sie nicht gebären. Dann wurde ich hier in diesem Krankenzimmer eingesperrt. Ich war hier, bis Papa mir heraushalf, als ich 14 war. Gott nagte an meinem Innern, mein Leiden machte mich verrückt. Ich wünschte mir, ich könnte sterben, damit es vorbei wäre. Aber ich durchlebte diesen Albtraum 7 lange Jahre. Dieses Bett weckt Erinnerungen an diese schrecklichen Tage. Und ich will mich nicht daran erinnern, weil ich nicht mehr Alessa bin. Aber Alessa ist noch in mir. Ich versuche nicht, das zu leugnen oder so. Es ist, ja.
Warum, wie kommst du darauf? Ich will mich nicht mehr dran erinnern. Bring mich hier raus. Okay, dann bringe ich dich hier raus. Wenn du mich schon direkt ansprichst hier, dann... Hier ist dein Bild, aber das ist überhaupt nicht mein Stil. Es sieht ja auch nicht so toll aus. Ich will mich nicht mehr dran erinnern. Bring mich hier raus, okay? Guckst die Tür an, aber ist hier noch was? Hm. Ist irgendwie voll interessant hier. Und du willst das Buch aber auch nicht mehr irgendwie... Nee? Also... Ja, ich frage mich, ob wir das nochmal finden, das Aglau-Zeug. Weil das hat ja damals auch schon seinen Sinn erfüllt. Vielleicht ja nochmal. Oh nee, jetzt kommen hier Monster, die vorher nicht waren. Oh, das ist gemein. Das ist gemein. Oh, hier ist ein Dicky. Wie komme ich mit dem am besten klar? Eigentlich mit dem Elektroschocker. Den fand ich richtig gut eigentlich. Warte, ausrüsten, neu laden, so. Oh, im Hintergrund sehe ich auch schon wieder einen. Jawohl. Ich glaube, das war's mit ihm wieder. Dann stöhnt er auch so komisch. Überall diese Krankenhausbetten. Ja, da hinten. Der dreht da wieder in seiner Kurbel und über ihm sind... Was macht der da? Oh, der dreht immer da irgendwie und über ihm sind voll die Frauenleichen. Sieht aus wie so die Strümpfe, so wie à la Alessa-mäßig. Keine Ahnung, was das heißt. So, wo war ich denn jetzt noch nicht? Hier kannst du gar nicht mehr lang. Doch, du könntest da nochmal rein, will ich aber gar nicht. Oh, da ist schon wieder so einer. Ich laufe einfach an dem vorbei, glaube ich. Das schaffe ich. Komm. Mit dem müssen wir uns ja nicht rumschlagen. Aber mit denen auch nicht. Hallo. Okay. So, jetzt müsste ich eigentlich auch nochmal nach rechts. Ey, warte, komme ich hier nicht her? Nee, hier bin ich richtig. Dann gehen wir da durch. So. Ja, ja, jetzt kommen nämlich die Viecher wieder, aber hier hatten wir nämlich auch noch nicht alles. Ja, ich muss nach hinten durch, geht nicht anders. Warte, pass auf. Ist gruselig hier. Die Tür oder die? Nee, die nächste. So, da gehst du nochmal rein. Wir müssen nämlich eigentlich sowieso komplett nochmal zurück. Gut, dass ich hier die Monster erledigt habe. Warte, hinter ihr ist noch eine Tür, die sie noch nicht hatte. Kopfhut. Okay, dann habe ich die aber ausprobiert. Anscheinend hatte ich das letzte Mal nicht alles. Und jetzt direkt durch. Da ist auch noch eine Tür, die ich noch nicht hatte. Die da. Aber auch kaputt. Okay. Das ist ja gut. Und jetzt rechts entlang. Und jetzt ist ja auch noch mal eine Tür. Die da. Die habe ich auch noch nicht gehabt. Die ist offen. Aufpassen. Ich guck mal, welche Monster kommen und passe damit dann meine Waffe an. Wo geht's denn jetzt lang? Direkt geradeaus, aber ich nehme mal erstmal die Ecke. Erstmal die Ecke. Und immer schön gucken, was da ist. Okay. Offen. Huch, wo sind wir hier? Blutiges Bett. Batterie für den Elektroschocker. Super. Die brauche ich. Es sieht wie Papas Zimmer aus. Mehr als nur. Ähnlich. Papa schläft aber nicht in dem Bett. Mhm. Aber du kannst doch das hier nehmen. Na komm. Jetzt aber. Diese Schrift. Ist das Papas Tagebuch? Warum ist das hier? Manchmal habe ich selbst jetzt noch das Gefühl, dass das Mädchen eine Reinkarnation von Alessa ist. Aber darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr. Das ist alles vergeben. Du warst ungeliebt, Cheryl. Oder war das Alessa? Jetzt ist Cheryl wieder Alessa. Ganz gleich, wessen Reinkarnation sie sein mag, sie war mein liebster Schatz. Aber der Name war ein Fehler. Damals sah ich in ihr nur einen Ersatz für meine verlorene Cheryl.
Wenn sie die Wahrheit kennt, wird es ihr unangenehm sein. Das macht mir Sorgen. Danke, Papa. Also war ich tatsächlich Alessa. Aber mir bleibt nur eine Spur von einer weiteren Erinnerung. Ich habe meine gütige und sanfte Mutter nicht vergessen. Okay. Das ist traurig irgendwie. Ist auch nicht. Was ist hier? Irgendwie Monster, sobald ich rausgehe. Voll komisch. Was ist mit dem Schrank wegen dem Blut? Komisch. Was ist dann da kaputt? Hä, der Schrank macht mir irgendwie, macht mich nervös wegen dem Blut da und so. Keines der Bücher erregt meine Aufmerksamkeit. Obwohl das Regal und die Bücher die gleichen wie bei Papa sind. Was soll ich mit dem Telefon? Das ist nicht angeschlossen. Ja, würde mich trotzdem nicht wundern, wenn es auf einmal klingeln würde. Ja, gut. Dann gibt's ja wohl hier nichts mehr oder so, ne? Trotzdem irgendwie komisch, der Raum. Vor allem mit der Tür hier. Komisch. Einfach nochmal so einen, weiß ich nicht. So eine... Wer läuft denn da lang? Ach, er hier. Warte, komm mal her hier. Das macht mich voll nervös, wenn da auf einmal so einer langläuft. Gar nicht. Hallo. Da ist noch einer. War mir klar, dass die auch offen ist. Das ist ein echt unheimlicher Raum, ganz ehrlich. Es ist echt eklig hier. Was sagst du dazu? All diese Leichen auf dem Boden in Plastik gewickelt. Was für ein Albtraum. Ich bin nur froh, dass sie wohl kaum gleich aufstehen werden. Oh, freu dich nicht zu früh, ganz ehrlich. Boah, da hinten ist voll die Muni, da muss ich hin. Schrotpatronen. Ja, bitte her damit. Das sieht aus, als würde eine Wand von Spinden eingenommen. Darin, nein, egal. Bei dem fauligen Gestank hier kann jeder raten, was drin ist. Mir ist nur zum Kotzen, wenn ich nachsehe. Oh Gott, schrecklich. Iu. Was ist hier drinne? Die Tür ist offen. Da drin ist jemand in einen Sack gewickelt. Vielleicht, nein, eindeutig tot. Oh, wie eklig das ist, wenn der sich bewegen würde jetzt hier. Und was ist da? Eine Leiche, die in einer Art Plastiksack gewickelt ist. In dieser verrückten Welt habe ich mich an die seltsamsten Dinge gewöhnt. Das ist leicht gesagt, sie sind immer noch total ekelhaft. Ich habe das Gefühl, dass ich früher oder später selbst verrückt werde. Vielleicht bin ich sogar schon verrückt, wer weiß. Die Arme. Hier. Was ist hier? Hier ist nichts Interessantes. Und das hier? Hier gibt's wirklich nichts Wichtiges. Ich habe aber auch nicht so genau nachgesehen. Ich will aber auch nicht. Oh, das macht mich nervös. Findest du hier nichts? Doch. Eine Tarotkarte, der Gehängte. Leiche. Okay. Wo sind die ekligen Geräusche? Habe ich jetzt alles hier aus diesem ekligen Raum? Bitte, bitte, ja. So, da hinten läuft der. Ja, die Frage ist, wie komme ich jetzt eigentlich nochmal hier? Ach so, direkt geradeaus eigentlich. Dann gehen wir mal schnell an ihm vorbei. Komm, lass mich in Ruhe, du Vogel. Boah, das ist der Agro. Voll der Agro-Typ. So, und dann muss ich jetzt eigentlich mit dem Fahrstuhl auch nochmal fahren. Machst du das mal bitte? Er geht automatisch einfach nur hoch und runter, aber ich denke, wir sind auf dem besten Weg. Denn vielleicht habt ihr es bemerkt, ich jedenfalls schon, haben wir einen Messingschlüssel bekommen. Es war das Modell für meinen alten Zimmerschlüssel und auch noch die Kassette. Und wir haben relativ am Anfang irgendwo, und ich muss mal echt was nehmen, das ist nicht so toll hier. Nehmen wir mal so eine. Hier muss ich mal überlegen, wie ich jetzt nochmal rauskomme. Da ist der Weg. Und da unten sehe ich auch noch... Ist das eine Tür? Diesen komischen leeren Raum da unten beim gelben Dach rechts unten. Ich weiß nicht, ist das eine Tür? Kapiere ich gerade nicht, aber ich laufe mal nach links hier.
So. Das ist schön, dass ich hier wieder diese Krabbelviecher höre. Dann einfach nur geradeaus erstmal. Genau, einfach mal alles schön ignorieren. Monster und Geräusche und pipapo. Jetzt will ich nicht nach rechts, denn da war das andere. Jetzt will ich nach links. Genau. Sind quasi ganz wieder zurück. Wieso liegt denn da schon wieder einer? Das ist ja wohl total doof. So, geradeaus und rechts allerdings. Dann können wir an ihm vorbei, ne? Huhu. Verarscht. Oh, hier komme ich gar nicht durch. Das ist ja doof. Bin ich nicht hier richtig? Doch, bin ich. Muss nur durch die Tür. So. Sie hat auch irgendwo hingeguckt. Das war nicht so toll. Ist gruselig. Im Moment. Wie sieht denn das hier? Nein! Warte. Oh mein Gott. Lauf. Was denn hier los? Warum ist denn das alles so abgefuckt jetzt hier? Scheiße. Direkt hinter dir ist eine Tür, die wir noch nicht hatten. Die da. Und jetzt haben wir den Messingschlüssel benutzt, genau. Und hier muss ich rein. Furchtbar. Was ist denn hier los? Ich krieg einen Rappel. Wer läuft da rum? So ein Krabbelchen an der Seite. Hier auch noch ein... Hier ist eine Tür erstmal. Die ist auch offen. Okay. Oh, Spinnen sind auch schön. Einmal bitte einen Blick in die komplette Klasse. Dankeschön. Was ist denn hier? So ein winziger Stuhl. Da kann ich nicht mehr drauf sitzen. Gott sei Dank. Alles ist jetzt wie in ihrer Schule. Also die Kirche ist jetzt irgendwie auch zugleich die Schule geworden. Das ist ganz komisch. Und was findest du hier? Oh. Geh nach Hause. Krepier doch. Dieb. Das war Alessas. Ich meine, das war mal mein Tisch. Oh, es ist so traurig. Und so fies, ey. Die blöden Görn, ey, die sie immer fertig gemacht haben. So. Da ist ein altes, zerfleddertes Notizheft auf dem Podest. Oh, und da liegt auch ein Brief drin. Mal sehen. In meiner Klasse ist ein Mädchen, das heißt Alessa. Wenn dein Gedächtnis was taugt, wirst du dich an sie erinnern. Sie ist diejenige, die die anderen Hexe nennen. Wahrscheinlich wird sie von ihrer Mutter missbraucht. Ich habe sie nie ohne irgendeinen Kratzer oder blauen Fleck in die Schule kommen sehen. Ihr Ausdruck ist mitleiderregend, dunkel für eine Sechsjährige. Vielleicht ist sowas ja gar nicht so ungewöhnlich. Statt sich nutzlose Ideen einfallen zu lassen, ist es besser, einfach zu beobachten und zu warten. Aber kann ich nicht doch irgendwie helfen? Ich überlege, ob ich mich nicht an einen Anwalt wenden soll. Aber ich habe auch Bedenken. Deshalb wende ich mich zuerst an dich, mein Freund, um dich nach deiner Meinung zu fragen. Kay Gordon. Aha. Sagst du da nichts zu? Kannst du die Karte mitnehmen? Hier ist eine Karte, aber die brauche ich nicht mitzunehmen. Ach so. Ist ja auch eher so eine Landkarte. Ich habe Patronen für die Maschinenpistole und Maschinenpistole. Okay. Also da Kay Gordon eventuell und auch die Lehrerin waren wohl wenigstens ein bisschen auf Alessas Seite. Das ist ja immerhin schon mal was. Und ich finde auch den Raum immer wieder faszinierend mit ihrem Klassentisch. Ein Blatt, auf dem steht unsere Klassenzimmervorsätze. Da steht nichts über Freunde im Stich lassen oder auf Tische kritzeln. Ja, das würde mich auch ganz schön sauer machen an ihrer Stelle. So, man ist ja auch völlig geprägt davon. Also das. So, jetzt geht's hier irgendwie in so einen Winkel. Moment mal, es macht mich hier. Also eigentlich nur geradeaus direkt, ne? Geh mal weiter. Huch. Offen. Hier ist ein Kassettenrekorder, wie es aussieht. Ich schaue mich trotzdem erstmal um. Erste-Hilfe-Kassen, sehr gut. Okay. Was ist das? Briefe? Nein, vielleicht Vorschläge? Die Leute fangen an, ihre Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen, dass Pater Vincent das Geld der Organisation für seinen persönlichen Vorteil verwendet. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass Pater Vincent einige Anhänger zu Spenden gezwungen hat. Ist er wirklich die richtige Person für diese Position? Ich kann nicht leugnen, dass er viel zu Wachstum der Organisation beigetragen hat.
Auch wenn wir an Gott glauben, sollten wir dann, käme er zu einer Art Versammlung, nicht nach unseren begrenzten Talenten oder unserer Redseligkeit, sondern nach der Tiefe unseres Glaubens bewertet werden? L.S. Ist das Briefe? Ist dasselbe? Ja. Ach, ich wollte es gar nicht nochmal. Alles klar, hab's jetzt kapiert. So, was haben wir hier? Da ist ein Kassettendeck. Sieht durchaus brauchbar aus. Na dann, wollen wir uns doch mal anhören, was auf unserer geheimnisvollen Kassette zu hören ist. Ach so, muss ich natürlich auf Gegenstände. Do you know about what happened here 17 years ago? You've been here a long time. You must have heard some details. A group of pagans, blinded by earthly desires, spit in the very face of God. They tried to use the seal of Metatron to prevent God's awakening. But God drove the unbelievers away and threw them into the abyss. But due to their wickedness, God was unable to be born properly. And so she has slumbered ever since, in the womb of the Holy Mother, until the time of the awakening. That's all that I know. That's it, huh? Well, thanks. Father Vincent, I heard that the Holy Mother has been found. Is it true? Alessa has been found. Did Claudia say that? Yes. Then it must be true. Her sight rarely fails her. Bless the Lord. Maybe it's because of her great faith. But I could never be like her. I wouldn't want to. Nor I. The truth is, Sister Claudia frightens me a little. Well now, let's both show our faith by forgetting about this little talk, okay? Yes. But does that mean that this land will finally be the home of eternal paradise? If God wills it, my sister. If God wills it. Mhm. Was sagst du da? Da ist ein Kassetten. Ich hab's früher benutzt, also weiß ich, dass es funktioniert. Aha, paar Bücher, nichts besonders Interessantes. Der Vincent war Pater? Das ist ja auch interessant. Okay. Gut zu wissen. Ach ja, direkt gegenüber ist eine Tür. Die ist auch offen. Scheiße. Scheiße. Was ist denn hier los? Wo muss ich denn hin? Ist hier überhaupt irgendwas? Moment mal. Da hinten, rechts in der Ecke. Hier. Wenn dann hier. Aber da ist auch nichts. Los. Nein, weg. Ja, komm, lauf. Gott. Was ist denn das für ein Scheißraum? Vor allem Raum mit nichts, oder was? Voll Kacke. Nichts Wichtiges hier. Auch offen. Was haben wir hier? Ah. Da ist eine alte Geburtstagskarte auf dem Tisch. Die hat sie also immer noch verwahrt. Happy Birthday. Der kleinen Claudia, herzlichen Glückwunsch zum 6. Geburtstag. Ich liebe dich wie meine richtige Schwester. Auf dich. Ja, Alessa und Claudia waren befreundet als Kind anscheinend. Tarotkarte, die Hohepriesterin. Ich hoffe, wir haben dann jetzt langsam mal alle. Nur eine Kerze. Und? Der Name Claudia Wulff steht ganz klein auf dem Umschlag. Das ist wohl ihr Tagebuch. 10. November. Sie starb damals nicht, sie wurde geboren. Da war ich mir sicher. Aber warum habe ich sie dann noch nicht gefunden? Es hieß, sie bräuchten ihre Macht, um für das Glück aller Menschen das Paradies zu erbauen. Dafür sollte sie wiedergeboren werden. Ich würde sie wirklich gerne sehen. 14. November.
Lars, das Buch der Lobpreisung. Ich will Pater danken, dass er mir so ein wertvolles Buch geliehen hat. Darin fand ich, was ich gesucht hatte, wie man Gott erweckt. Aber meine Katze hat mich abgelenkt. Aber es ist viel zu grausam. Werde ich es schaffen, wenn ich sie sehe? 16. November. Ich hatte den ganzen Tag frei und las eine moderne Geschichte der Flüchtlinge und junge Sklaven-Kinderausbeutung. Ich will kein bloßer Zuschauer in dieser Welt sein, aber jetzt kann ich nichts unternehmen und das macht es so schwer. Ja, aber sie war das ja nicht, die mit dem Pater auf der Kassette geredet hat, weil es ging ja um Claudia. Es muss also jemand anderes gewesen sein. Aber wer? Trotzdem interessante Räume. Ich werde jetzt hier aber einen Cut machen müssen, sonst ist der Part so lang. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.